Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind hier wieder an dem Höhleneingang. Nachdem ich ja eine aufregende Reise in der letzten Folge hinter mir gebracht habe. Erstmal bin ich diesen Fackeln hier gefolgt, die Lamino netterweise mir gesetzt hat. Ganz am Ende dieser Fackeln bin ich dann auf Diamanten zufällig gestoßen. Ich glaube, das hat gar nichts mit diesen Fackeln hier zu tun. Ja, und habe mich aber dann mit Hilfe dieses Kompasses, denn mit diesem Kompass hier kann man sich porten. Ich zeige das mal, Moment. So, da wo ich drauf zeige, oder ich könnte jetzt auch durch die Wand. Das bewirkt ein Add-on. Daran habe ich nicht gedacht, als ich gegen den Enderman gekämpft habe. Und vor lauter Panik wollte ich das Schwert auswählen, hab aber auf den Kompass geklickt und war dann irgendwo draußen, außerhalb der Höhle, weit weg von zu Hause. Ja, so weit war es dann nicht, aber wir mussten ja erstmal wieder zurücklaufen. Haben gegen viele, viele Monster gekämpft, auf dem Weg wieder hier zurück nach Hause. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollte ich mir ein Oh Mann! Die hat er. Hallo. Boah. Der hat mich aber jetzt mal richtig erschrocken, du blöde Kuh. Guck dir da einfach durch die Lücke. Wahnsinn. So, jetzt sind wir genau hier. Genau, hier wollten wir hin. Da oben wollte ich mal einfach mal lang gehen. Es gibt ja hier jetzt viele, viele Möglichkeiten. Neue Höhlenabschnitte, wo wir noch nicht waren. Aber zum Beispiel da geht's auch lang. Da ist aber jetzt ein fieser, gemeiner. Ach. Aber meinst du, das kann ich nicht, oder was? Ja, siehst du, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ach komm schon. Guck mal, ich hab eine Diamantenrüstung. Was willst du eigentlich? Ah! Ihr seid direkt zu dritt. Wo kommt ihr denn her von da hinten? Ach Mist. Deswegen. Ich dachte schon, wie oft kann denn der andere da schießen? Ach, stirb jetzt. So, wenigstens haben die ein paar Pfeile gehabt zum Einsammeln. Aber jetzt habe ich trotzdem nur noch 4. Und ich sehe aus wie so ein Igel. Okay. Wo sind die hergekommen? Gibt es hier noch irgendwo einen anderen Weg? Ja, von da oben müssen die gekommen sein, oder? Ja. Denke ich mal. Alter. Wahnsinn. Unglaublich, was hier los ist. Okay, dann wagen wir uns mal hier rein, da wo so viele Monster rauskommen. Und hier gibt es so viel zum Buddeln. So viel Rohstoffe, sehr gut. Wow, hier ist noch ein ganz frischer, neuer Höhlenabschnitt. Ziemlich verbaut. Wagen wir uns mal vorsichtig vor. Ja, ein Thema, was wieder gerade jetzt wieder aktuell wird, worüber ich mal berichten wollte, ist ja, ihr habt es vielleicht schon gelesen, und zwar entscheidet jetzt die EU-Kommission darüber, über die Netzneutralität. Und will diese neu definieren oder halt also Gesetze dazu verabschieden. Ja, und für uns Nutzer sieht das Ganze überhaupt nicht gut aus. Und zwar haben die ja vor, so wie ja zum Beispiel es die Telekom ja schon gerne macht, und zwar, dass man dann ab einem bestimmten Volumen irgendwann mal gedrosselt wird oder Internetseiten kriegen nicht so viel Speed wie andere Seiten.
oder ihre eigenen Dienste bevorzugen können. Bei Telekom ist es ja da zum Beispiel das Entertain. Okay, da hinten kommen auch viele, viele Zombies raus. Ich gehe hier nochmal hoch. Ja, und die EU-Kommission, die möchte das jetzt so machen, dass es den Betreibern erlaubt wird, selbst zu entscheiden, wie die das machen wollen. Also wem die, also die können Verträge aushandeln. Zum Beispiel die Telekom arbeitet, glaube ich, auch mit Spotify zusammen. Und dann können die jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, YouTube, dann gibt uns mal Geld. Ansonsten wird es deinen Nutzern nicht mehr möglich sein, Videos in HD-Qualität zu schauen. Selbst wenn die, also selbst wenn man eine schnelle Internetleitung hat, könnte, oh, hier geht's weiter, könnte die Telekom einfach, oh, hier ist ja gar nichts, quasi die Geschwindigkeit für YouTube dann einfach drosseln. Und dann würde man nicht in gewohnter Qualität diese Videos schauen können. Und das, finde ich, darf nicht sein. Sowas darf nicht sein. Also Netzneutralität bedeutet ja, oder soll bedeuten, dass jeder mit derselben Geschwindigkeit, also oder eher gesagt, alle Daten gleich behandelt werden. Das sagt ja, oder das ist das Ziel von Netzneutralität. Und ja, damit, mit diesen neuen Gesetzen oder das, was beschlossen werden soll, gibt die EU dann anderen die Möglichkeit, das dann doch nicht zu tun, sondern die sagen, ja, ihr könnt eigene Verträge aushandeln. Das heißt dann irgendwann vielleicht sogar, ich sag mal ganz übertrieben, weil YouTube streitet sich ja auch schon lange mit den Providern. Die Provider sagen natürlich, ja, YouTube macht so viel Geld mit den Videos, die HD-Videos, die nehmen so viel Bandbreite in Anspruch. Ich weiß nicht, ich könnte mir ja vorstellen, ich weiß es nicht genau, ich meine es mal gelesen zu haben, dass YouTube-Videos mittlerweile fast den meisten Traffic überhaupt ausmachen. Und ja, da sagen natürlich die anderen Provider, daran möchten wir mitverdienen, denn YouTube verdient ja eigentlich alleine an den Videos. Dadurch, dass da ja Werbung draufgeschaltet wird. Und die anderen möchten natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt, denn ich finde das nicht toll. Ich finde, wenn man jetzt, ich habe da irgendwas gehört, aber wenn man doch eine Internet-Flatrate bestellt, dann kann es nicht sein und darf es, finde ich, meiner Meinung nach nicht sein, dass jetzt zum Beispiel, dass ich dann vielleicht... Ja, hallo zurück. Da hat sich Minecraft mal eben ganz schnell verabschiedet. Einfach zack, aus. Jetzt stehe ich wieder hier. Immer noch, was wollte ich sagen? Ich war, glaube ich, gerade dran. Also ich fände es auf jeden Fall richtig dämlich, wenn man jetzt im schlimmsten Fall, obwohl ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das so kommt, aber man weiß ja nie. Die Geldgier treibt viele ja an. Die Motivation ist bei vielen ja leider Geld, immer mehr Geld. Und ja, irgendwann sieht es dann vielleicht so aus, dass wir dafür bezahlen müssen. Moment, wo bin ich denn hier? Ich muss nochmal überlegen kurz. Da, okay, da lang wollte ich. Ja, dass wir zum Beispiel YouTube in HD-Qualität uns angucken können. Und wer weiß, vielleicht sagt dann irgendwann die Telekom, ja, du willst YouTube gucken? Ja, dann zahl doch mal bitte 5 Euro mehr. Ansonsten kannst du dir die Videos, ja, weiß ich nicht, in 360p angucken und musst dann trotzdem noch eine halbe Stunde laden. Also ich finde das nicht toll und werde das auf jeden Fall gespannt verfolgen, was sich da alles noch so entwickelt, was daraus wird. Auf jeden Fall bin ich nicht begeistert darüber. Ich finde wirklich, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass man alle Daten aus dem Netz gleich behandeln sollte. Und klar, wahrscheinlich machen das die großen Firmen auch nicht. Google macht das mit seinen Daten wahrscheinlich auch nicht. Facebook mit ihren Daten auch nicht. Und, und. So ist das halt.
ein riesen Machtkampf. Aber wenn sich jetzt noch die Provider da einschalten und auch noch limitieren und man für Dienste extra zahlen muss, oder man zum Beispiel dann sagt, okay, ich habe jetzt bei Handyverträgen macht man das ja auch zum, ich weiß jetzt gar nicht, aber zum Beispiel bei dem Musikdienst Spotify ist das, glaube ich, so, dann wird zum Beispiel werden diese Datenmengen, die man bei Musik hören zieht, nicht an auf den Tarif gerechnet, wenn man das irgendwie dazu gebucht hat. Ja, also toll ist das nicht, es ist schade. Okay, gut. Das wollte ich euch mal erzählen. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet oder wie ihr denkt, wie die Entwicklung weitergehen wird in diese Richtung. Und ja, wäre ja mal interessant zu wissen, was ihr so darüber davon haltet. Okay, gut, wir gehen mal weiter. Ui, das sieht aber interessant aus. Das sieht richtig cool aus. Okay, das scheint aber da unten schon zu Ende zu sein. Warte mal, ich setze euch mal eine Fackel dahin, dann könnt ihr das nämlich auch sehen. Da geht's weiter. Höhlenmäßig. Sollen wir uns dahin buddeln? Ja, wir buddeln uns mal dahin. Gucken wir mal, wo wir landen. Machen wir daraus mal... Wir sind jetzt sowieso schon die ganze Zeit in der Höhle gewesen. Okay. Okay, da hätte ich auch direkt hier lang gehen können. Machen wir aus dieser Folge eine Höhlenfolge. Wo geht's da unten lang? Lava, okay. Jetzt aufpassen, aufpassen. Bei Wasser ist das... Ist das sehr gefährlich, was ich gerade hier mache. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Hups, denn, oh, das Wasser spült einen gerne in die Lava rein. Wow, das ist riesen Lavaseen hier unten. Ja, Lamino hatte ja geschrieben, ich sollte die Lavaseelen alle, der Übersicht halber, wenn man nach der Suche nach etwas ist, kann man die ja freibuddeln. Ja, könnte man, mache ich jetzt aber gerade nicht. Denn ich möchte eigentlich ja auch wieder aus der Höhle raus. Aber ich finde das immer so interessant. Welche Wege immer wohin führen. Wir entdecken immer wieder neue Gebiete. Okay. Das führt, glaube ich, wieder zurück da hinten. Und wir können ja hier auch mal ein bisschen Erz wieder weiter sammeln. Richtig cool. Ja, Kohle habe ich auf jeden Fall genug. Habe ich genug. Das, da kommen auch jetzt gar keine Erfahrungspunkte mehr, oder? Doch, komm. Doch. Ding, ding, ding. Es blinkt ja doch die ganze Zeit. Mittlerweile Level 25. Nicht schlecht. Okay, hier ist es wieder zu Ende. Dann gehen wir mal hier oben weiter. Falls es hier weiter geht. Doch. Ah, hier scheint es wieder zu Ende zu sein. Dann nehmen wir das ja auch noch mit. Eisen. Können wir gut gebrauchen. Werden wir später fürs Castle auf jeden Fall noch gebrauchen können. So, jetzt versuchen wir mal, hier irgendwie wieder rauszufinden. Ich denke mal, vor Ende dieser Folge werden wir das nicht schaffen, oder? Was meinst du? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Okay, wo lang? Da lang, wo es hell ist? Oder da lang, wo es dunkel ist? Natürlich ins Dunkle. Dunkle. Ah, okay, hier ist wieder vorbei.
Okay, bitte nicht schreien, dass ich hier ein paar Erze übersehe. Ich sehe, dass ich die übersehe. Aber ich möchte jetzt nicht hier alles wegbuddeln. Oh, wo sind wir hier? Was hat er in der Hand? Womit will der mich da hauen? Mit einer Schippe. Ein Bergarbeiter. Nein, nicht. Oh. Toll, die Erfahrungspunkte sind im Lavasee gelandet. Das ist ja noch einer. Und noch einer. Okay, wo kommt ihr her? Gibt es da, wo ihr herkommt, noch mehr von euch? Hm. Aha, okay. Anscheinend kommen die aus dieser Richtung. Ja, ich habe mich total verlaufen mittlerweile. Das ist gut. Denn so finde ich nie wieder raus. Ich könnte ja zwar den Kompass benutzen, aber das möchte ich nicht. Okay. Zack, Spitzhacke wechseln. Hä? Hä? Wieso habe ich denn jetzt... Ist das ein Fehler? Ich hatte doch keine zwei Ganze. Die eine ist jetzt kaputt gegangen und jetzt habe ich wieder eine Ganze. Das kann nicht richtig sein. Na gut, ich beschwere mich nicht. Warum das so passiert ist, weiß ich nicht. Ja. Ja. Hä? Weg ist sie. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist sie weg. Oh. Oh, wow, 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 wow. Und schon beginnt die spannende Musik direkt beim Angriff des Skelettmenschens. Okay, wir... Ah, ein Dungeon. Ich habe einen Dungeon gefunden. Leute, freut euch. Ein Spinnendungeon. Und das Gute ist, die Spinnen können da nicht raus. Hängen alle oben an der Decke. Na komm schon. Boah, da kommen aber einige. Okay, jetzt schnell Fackeln hinsetzen. Jetzt habe ich ja schon mehrere Dungeons gefunden, weiß aber nie, wo die sind. Deswegen könnten wir ja hier mal... Schreiben wir... Spinnen hin, okay? Wissen wir, okay, da kommen Spinnen her. Das ist gut. Habe ich den Wegpunkt jetzt gesetzt? Nein, weiß ich nicht. Okay, was haben wir hier? Faden nehmen wir mit. Ah, Weizen brauchen wir nicht mitnehmen, ne? Brot können wir mitnehmen, das... Kakaobohnen. Oh, eine Schallplatte. Cool. Ja, jetzt mussten wir doch was anderes rausschmeißen. Ich glaube, Spinnenaugen brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die Schallplatte mit. Wir schmeißen das Ei weg und nehmen Eisen mit. Und vielleicht nehmen wir die Gehörne auch weg. Und nehmen dafür den Sattel mit. Ja, eigentlich wollte ich die Folge ja schon lange beenden. Habe es noch nicht gemacht. Dann mache ich es jetzt einfach. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer NoDashPro.